willkommen zum Dienstagsvlog. Bei mir ist schon wieder Samstagabend. Eigentlich habe ich am Freitagsvlog noch gesagt, ich versuche mal, ob ich das Mistverfahren wieder filmen kann oder Stall ausmisten. Ich gestehe, habe ich nicht gemacht. Ich habe gestern alle Ställe sauber gemacht, Hühnerstall, Schweinestall, Pferdestall, komplett. Den ganzen Mist verfahren, die Kamera war nicht dabei. So, was habe ich dann jetzt für diesen Vlog geplant? Eigentlich wollte ich heute noch ein wenig was aufnehmen, vom Heu aus Stroh auffüllen. Habe ich verschoben auf morgen, auf Sonntag. Reicht mir bis morgen auf jeden Fall noch. Mal dann mit der Schubkarre, also gibt es auch nicht viel zu sehen. Guck mal, vielleicht nehme ich mit auf oder so, keine Ahnung, werdet ihr jetzt gleich sehen. Ja, ansonsten, was habe ich heute an den ganzen Tag gemacht? War ich faul, habe ich gar nichts getan, war ja auf dem Sofa gelegen. Ja, selbstverständlich nicht. Ich bin ja fleißig drüber in der Wohnung, die Tapeten runter zu kratzen. Quatsch, das macht ja mal vorne. Nee, aber ich bin jetzt beim Aufräumen, Küche aufräumen, Tapetenreste bekratzen, die quasi vom Tapezieren dann noch überall ein wenig hängen. Alles schön putzen, Schränke auswaschen. Die ersten Schränke wieder einräumen und. Also eine Haufen Arbeit. Da waren ja einige Schränke runtergehängt und die werden jetzt wieder nachgehängt und gemacht und getan. Ja, halt das übliche Prozedere. Ihr kennt es ja. Bei mir gibt es immer was zu tun und wenn es halt die Arbeit im Haus drin ist. Ich habe ja gesagt, ich habe vor, eventuell zu Ostern umzuziehen. Ich weiß aber definitiv nicht, ob ich es schaffe. Keine Ahnung, das Ziel wäre es. Aber das sieht man halt immer, stimmt daher. Es ist ein Haufen Vorbereitung zu treffen. Und ja, das alles zu erledigen, ein Mordsaufwand. Ja, und was treibe ich jetzt hier? Ich bin wieder auf dem Weg, ich hole mal Futter. Eigentlich wollte ich heute mit dem Kramer wieder Futter holen, weil ich nicht tanken wollte. So wieder, ja. Keine Ahnung, was ich mache. Wenn wir wieder 10 Liter weiter lassen. Naja, ist halt so. Eigentlich wollte ich mit dem Rahmen fahren, aber das hat es jetzt dann auch nicht ergeben. Ihr wisst ja, wie es ist. Man hat immer keine Zeit, immer Stress. Alles ist zu erledigen, so zu arbeiten zu machen. Naja, irgendwie wird es schon werden. Jetzt, wie gesagt, hole ich ganz normal bei Futter ab, das muss ich morgen aussortieren. Ja, wann ich das mache, weiß ich auch noch nicht, weil eigentlich habe ich ja vor, am Sonntag in der Wohnung noch weiterzumachen. Im Moment müssen wir sich zerteilen oder man bräuchte auch mal Urlaub oder was. Oder? Ich kann ja schlecht jetzt schon Urlaub beantragen, ich arbeite noch nicht lange in der Firma und dann käme ich gleich in den Urlaub. Ich hoffe halt jetzt, dass ich die Vorbereitungen schaffe. Das bis zum Osterfreitag, also beziehungsweise Karfreitag, soweit ist, dass ich Aquarium hochbringen kann, Bett hochbringen und dann halt die ganzen Gerätschaften, Computer, Fernsehen und. Das ist ja eine Menge Zeug, was da dann mit drauf muss. Ein riesen Aufwand. Naja, wird gar werden. So, da hätten wir das Futter schon wieder geholt. Oh, 6 Kisten sind es heute und gemischt wieder. Ja, nichts Besonderes. Ein wenig aussortieren und ich denke mal für die Schweine werden wir ein paar Kartoffeln zukochen. So läuft es eigentlich immer. Wackelbildschirm heute. Ja, ich versuche gerade wieder mal ein paar neue Kameraperspektiven. Im Auto ist aber schwierig, weil alles Alu ist. Ich habe keinen Alu-Magneten. Ja, ja, so ist es. Ach ja, ich sag ja, wenn das Umzugszeug rum ist, bin ich echt froh. Da kann ich mich ja mal wieder voll auf die Videos konzentrieren. Tja, aber ihr kennt mich ja. Wenn ich was anfange, dann will ich es zu Ende bringen. Und ja, der Wohnungsumzug, das Ganze umbauen und machen. Es zieht sich ja jetzt doch schon seit mittlerweile Oktober und irgendwann hast du einfach nur noch die Schnauze voll, da kannst du es nicht mehr sehen. Da gehst du in die Wohnung rein, auf die Baustelle und denkst, ah, ich kann es nicht mehr sehen.
machst du da vorne? Weißt du auch nicht, oder was? Chroniker, der nicht weiß, wo du noch soll. Okay. Ja, wie gesagt, ich kann den ganzen Umbauscheiß schon mittlerweile nicht mehr sehen. Irgendwann nervt. Und man möchte auch mal in die neue Wohnung einziehen. Man möchte einfach auch mal ankommen und nicht auf zwei Baustellen wohnen im Endeffekt. Weil unten mein Zimmer ist im Moment Baustelle, da ist alles zwischengelagert, da schaut es aus. Und ja, oben her dasselbe. Auf Dauer einfach nicht mehr schön. Müssen wir mal was machen. Jetzt kommt mir noch meine Wiese vorbei, guck mal, die war dort in meine Rechte. Die eine davon. Ja, das wollten wir ja mal machen. Ortskontrollfahrt mit dem Rahmen, wenn er zugelaufen ist. Jetzt ist er schon so lange zugelaufen und wir haben es immer noch nicht gemacht. Ei, ei, ei. Schlimme Sache. Ich glaube, da müsste er im Moment damit leben, dass es einfach ein wenig chaotisch ist.
Auto wieder aufgeräumt. Und bevor ich es vergiss, ich habe vorhin meinen Werkzeugkasten aus dem Auto raus, oder meinen Werkzeugkoffer. Den habe ich übers Wochenende mitgenommen, lasse den auf der Baustelle. Mein Köfferlein. Nicht gerade leicht, aber leichter wie mein Bruder seiner. Und zack. Und rein damit. Ja, da ist mein ganzes Werkzeug mit drin. Die wichtigsten Sachen, die man halt so braucht. Hat schon wieder jemand drin rumgewütet. Schlimme Sache das. Ja, wie gesagt, die wichtigsten Sachen. Seitenschneider, Abisolierzange und. Zack. Zack, zu. Zu. Und Zuspann. Fertig. Feierabend. Das war's für heute. Jetzt geht's lauf, gibt's Abendessen. Und ja, muss auch mal gucken, entweder mache ich dann in der Wohnung weiter oder ich habe gesagt, eventuell mache ich am Samstag einen Livestream. Momentan habe ich aber noch ein bisschen Probleme. Jetzt habe ich zwar die neue Kamera und die wird funktionieren. Aber dafür macht das Internet jetzt ein bisschen Probleme. Der alte Router unten von mir, der ist im Eimer. Ist auch nicht mehr der neueste, der ist mittlerweile 7 Jahre alt, das merkst du an. Jetzt habe ich schon überlegt, ob ich jetzt gar 2 Wochen warte und dann den nächsten Livestream mache. Mal sehen. Mal sehen, mal sehen. Keine Ahnung. Lasst euch überraschen, wenn dann habt ihr es im Discord lesen können, beziehungsweise dann habt ihr das jetzt dann gesehen am Samstag. Und wenn nicht, dann. Ja, wie gesagt, es kommt wieder eine, keine Angst. Ja Leute, Montag ist schon wieder, so schnell vergeht die Zeit. Am Wochenende habe ich nur in der Wohnung weitergemacht und halt die Stelle da noch. Heu und Stroh habe ich nicht aufgefüllt gehabt, das mache ich jetzt gerade. Ich bin mit dem Radlader drüber, der Kipper ist voll, da ist Reisig drauf. Die Mulde ist leider auch belegt, deswegen mit der Schaufel, da gehen halt nur 8 Ballen drauf. Mehr wäre natürlich schöner, früher der Zettelmeier hast du 20 Ballen auf einmal gehabt. So ist es halt. Aber man gibt sich damit ab, was man hat. Ja, ich fülle das jetzt gerade auf. Ich habe mal einen ganzen Schwung runter. Das sind an die 30 Ballen Heu, wo ich jetzt hier habe. Und ja, circa die Hälfte an Stroh. Weil oben Stroh noch war. Und das tue ich jetzt aber auf den Stall. Ich habe mir das alles runtergehaut. Einmal von dem Boden da und von da oben. Und ja, da liegt mein Berg. Und den verfahren wir jetzt nochmal.
Leute. Heu und Stroh ist aufgefüllt. Ich habe das nicht alles gefilmt, das wäre ja zu langweilig geworden. Ständig mit dem Radlader hin und her. Der eine oder andere wird sagen, warum hast du das eigentlich mit dem Radlader gemacht und nicht mit der Schubkarre? Oder mit dem Kippe? Ja, Kippe, wie gesagt, belegt. Schubkarre wäre ein bisschen anstrengend. Das waren jetzt an die 45 Ballen, die ich hochgefahren habe. Insgesamt. Und auf die Schubkarre, auf die große, kriege ich 5 drauf. Da könnt ihr es euch ja ausrechnen. Also, die Rennerei, wenn man sich sparen kann. Mit dem Radlader geht es doch ein wenig schneller. Der ein oder andere hat gesagt, ich könnte doch eigentlich auch mal meinen Einachser nehmen. Für sowas. Ja, ich habe gesagt, ich habe einen alten Einachser. Das ist ein Eigenbau von meinem Opa. Der hat nie eine Zulassung oder was gehabt. Den gibt es nur so, weil er so gebaut worden ist von meinem Großvater. Den kann ich aber leider dafür nicht nehmen. Der hätte zwar die richtige Größe, dass du einen schönen großen Schwung drauf bringst. Aber, tja, belegt. Da ist die ganze Sperrmüll drauf gelagert. Warum lagern wir die da drauf und nirgendwo anders? A, weil nirgendwo anders Platz ist. Und B, es hat den großen Vorteil, lagerst das ganze Sperrmüllzeug da drauf. Hängst du den Hänger einfach mal an den Bulldog, fährst das vor an die Straße, stellst das vorne ab und gut ist die Sache. Weil ich meine, bis zur nächsten Sperrmüll sammelt man ja natürlich nicht an der Straße. Mitten im Grundstück irgendwo einen Haufen machen, schaut's aus wie bei Hempels und der Sofa, das macht man ja auch nicht. Deswegen lagert es jetzt auf dem Einachse. Früher war der immer da zum Gras holen oder auch einmal zum Heustroh fahren, Holz fahren und. Dafür habe ich halt jetzt, wie gesagt, den Zweiachse noch. Der ist da halt von der Größe noch ein bisschen besser dafür geeignet. Wobei ich den Anhänger auch immer ganz gern gehabt habe. Ja, wie gesagt, Eigenbau. Hat eine Handbremse dran. Keine Auflaufbremse, ist eine starre Zugdeichsel. Ein einfaches Anhängerstützrad. Das haben wir mal nachgerüstet. Da war früher ein Stützfuß nur dran. Den hast du nur runtergelassen. Da war aber der Hebel einmal abgebrochen. Ja. Aufbaubadwände, Eigenbau. Die Felgen sind neu, die alten waren kaputt. Die stammen vom VW Käfer. Die alten sind wie gesagt kaputt gewesen. Und da waren, also die Reifen waren kaputt, aber du hast die Felgen auch nicht mehr nehmen brauchen, die waren so verrostet innen her auch. Das hat keinen Sinn gemacht, die haben wir im Ganzen weggeschmissen. Dafür haben wir da eine neue gekriegt von einem Bekannten. Die hatte noch gehabt, den Satz. Ja. Jetzt steht er wieder sauber da, auch wenn die glänzigen silbernen Felgen ein wenig komisch ausschauen. Das verzinkte Stahlfelgen. Schaut ein wenig komisch aus im Vergleich zu vorher, aber ich bin eher am überlegen, ob ich den Hänger vielleicht irgendwann nochmal ein wenig aufarbeite. Das war schon die ganze Zeit so mein Plan eigentlich. Der hat eine gebrochene Brücke oben drauf, die ist irgendwo kaputt. Ist wie gesagt der Eigenbau, der stammt aus die 60er Jahre oder irgendwas. Hat er mal zusammengeschustert, eine Axt drunter, eine Deichsel noch und ja, das hat funktioniert. Das war der richtig große Anhänger zu der damaligen Zeit und die Lore war der Kippe. So hat es halt früher mal ausgeschaut. Ne? Da hat es halt noch keinen Riesenkippe gegeben. Da ist doch mit sowas gearbeitet. Zahnstangenkippe hatten wir nie. Hydraulikkippe war der erste dann der große Krone, den wo wir jetzt da vorne stehen haben. Der kam in die, ich glaube, in die 70er oder Anfang 80er Jahre, irgend sowas in den Dreh. Ich wüsste jetzt das Datum nicht. Ja, wie gesagt, so ist die Sache halt. Und das waren halt vorher unsere zwei Hänger, die Lore und der da. Mit denen ist alles gemacht worden. Dann hängen hier drüben noch ein paar Bretter. Das war der alte Mistwagen, bevor der Miststreuer gekommen ist. Das waren mit Gummireiter, beziehungsweise vorher sogar mit Holzräder. Die liegen auch noch, wie gesagt, da drüben mit. Und ja, später kam ja dann der Krüger. Das war dann einmal der Miststreuer. Ja, so schaut das Ganze aus. Jetzt habt ihr den auch einmal gesehen. Also ist wie gesagt nichts Besonderes. Es ist ein Eigenbau. Aber ich finde trotzdem, dass er was Besonderes ist. Eben weil es ein Eigenbau ist. Der ein oder andere lacht mich vielleicht deswegen aus, aber es ist mir egal. Hinter am alten Schlepper hat das Ding immer wunderbar funktioniert. Am Kramer habe ich keinen Hydraulikanschluss, dass ich irgendwas kippen könnte. Da ist so ein Hänger da der Ideal. Was willst du mehr? Weil einen Zusatztank habe ich nie verbaut. Und haben wir auch nicht gebraucht, weil dann die IHC kam. Von daher, macht keinen Sinn. Ja. So schaut's auf jeden Fall aus. Das Hängerchen. Und jetzt wisst ihr auch, warum ich den nicht nutzen kann. Ich dachte, der ist halt voll. Muss jetzt einmal Sperrmüll wieder angerufen werden und dann kommt das Zeug einmal weg.
Und dann wird es. Ja, und hier drüben im Stottel zieht mir die Dreschmaschine nochmal von der Seite. Da war früher noch eine Strohpresse dran, die ist aber irgendwann verschrottet worden. Die gibt es nicht mehr. Das ist, wie gesagt, die Schrotmüll, die Dreschmaschine. Hier vorne dran steht der Samro, den kennt ihr ja. Der ist ja jedes Jahr im Einsatz. Dann eine alte Schmotzerschleuder, die funktioniert auch noch, wird aber nicht verwendet, weil Nachteil an der Schleuder ist halt, ja, du schleuderst dein Zeug und dann musst dich bucken, musst aufsammeln und Samro hockst dich halt drauf und so, dir ist das oben am Band im Sitzen. Ist doch eine Arbeitserleichterung, die schöner ist. Übrigens, wir haben da jetzt eine Hummel. Ich denke schon, was brummelt denn da so? Die sucht eine Möglichkeit, ein Nest zu bauen. Ach ja, und das sind die Balkenmäher. So viel dazu. Ja, und was ist bei mir genau am Wochenende passiert? Ja, ich habe, wie gesagt, angefangen. Wir haben Küche hier sauber gemacht, schon mal zusammengeräumt. Es ist noch nicht fertig, auf keinen Fall. Da ist noch Zeug, was ich speisen muss und noch umgeräumt werden muss, weil wir auch einiges gespült haben und die Fritteusen können wir dann raus auf dem Balkon. Aber im Großen und Ganzen lässt sich sagen, hier stehen Tassen. Da innen ist ein bisschen Geschirr. Da ist ein bisschen Geschirr. Hier drüben kommen dann noch ein paar Bräte und Zeug rein. Die sind noch draußen im Wohnzimmerschrank. Das ist einfach noch nicht passiert. Handtücher, Putzlumpen, Doppelschüsseln und, was man so braucht. Unter der Spüle der Kram. Für Spülbecken und Spülmaschinen. Töpfe. Pfannen und Töpfe. Das notwendigste Besteck, was man so hat. Ein bisschen Kleingrustel, den man braucht. Ja, auf der Arbeitsplatten dann wieder die wichtigsten Sachen. Gewürze sind da. Und. Halt, wie gesagt, ein bisschen was ist passiert. Die Vorhänge hängen, die Fenster hier drinnen sind sauber. Schränke waren alle ausgewaschen oder sind alle ausgewaschen. Auch hier hängt wieder ein Vorhang. Da oben habe ich jetzt mein Radio aus der Küche unten aufgestellt. Der funktioniert natürlich auch. Mein Dutch Oven, ein paar Bräter stehen da noch. Mikrowellenzubehör. Toaster, Brotkasten, da kommt nochmal Rührmaschinen hin und ja, wie gesagt, hier muss man ein wenig zusammengerollt werden in die Speis. Da habe ich gar nicht erst angefangen, so weit bin ich nicht gekommen. Da schaut es noch chaotisch aus, das muss noch gemacht werden. Die wird ausgeräumt, dann kommt meine kleine Gefriertruhe hier unten neu, die ist ja nur so hoch. Dann habe ich hier drin ein Gefrierfach und dann wird hier gereinigt und dann kommen oben Maschinen hin, die man selten braucht und der Rest ist Lebensmittel und Getränke. Ja, das ist passiert und bevor es fertig war mit Tapezieren, so schaut jetzt das Wohnzimmer aus, der Kachelofen, ist wie gesagt halt leider alles noch nicht fertig, hier drüben sieht man schon, das ist noch chaotisch, also da dauert es noch, ist ganz klar, aber im Großen und Ganzen, der Schrank da, der muss noch raus. Der ist nichts mehr, leider, der ist unten hier kaputt, da ist er aufgequollen. Da kommt dann nochmal der Fernseher noch an die Wand hin, das Schränkle steht dann wieder hier vorne. Ja, hier haben wir Ofen geputzt und Zinnregal geputzt und. Ja, Fenster putzen muss ich noch, Balkon, die habe ich schon, die restlichen Fenster alle noch gründlich sauber machen. Und dann wird auch aus dem Wohnzimmer wieder ein Wohnzimmer. Jetzt ist, wie gesagt, endlich haben wir fertig tapeziert und jetzt schaut schon deutlich besser aus als vorher. Und was mir halt ganz besonders gefällt, das ist hier dieses Eck hier vorn. Ich habe hier ein bisschen den Stil gewollt, wie so ein altes Gasthaus quasi. Ich meine, die Katzenhöhle da oben, ja, die versaut natürlich die Optik ein bisschen, aber die Katzen wollen auch irgendwo liegen. Aber das Deckengebälk mit der weiß abgesetzten Decke, die dunklen Möbel dazu, die dunklen Wände hinten und dann aber wieder das Weiß, der dunkle Kachelofen, über den ich mich jetzt schon freue, der erste Winter, abends von der Arbeit heim, rein, Arbeitstasche rein, raus, unten eine Holzneige gelegt, angeschürt,
Viecher gemacht. Und wenn du dann reinkommst, frisch duschen oder baden und dann hockst du hier vorne ins Wohnzimmer. Schön der Kachelofen. Ah, herrlich. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Was da noch passiert ist, Vorhänge sind gewaschen worden. Die werden dann nur noch mal gespült. Dann können die auch wieder hochgehängt werden. Wie gesagt, Fenster muss ich noch komplett sauber machen. Und da kommt das ganze Zeug, was jetzt drauf ist, kommt alles runter. Das will ich nicht. Ich will da freie Sicht haben. Fällt mir besser. Ja, und dann wird da langsam aber sicher eine Wohnung draus. Jetzt sind auch mal die ganzen Werkzeuge raus. So dass das Ganze schon deutlich mehr eine Wohnung anmuten tut als vorher. Wie gesagt, das ist eins nach dem anderen. Irgendwie wird das schon fertig werden. Ja, also wie gesagt, wenn sich da jemand wundert, warum nicht mehr passiert ist bislang. In der Wohnung, es ist einfach, du musst da schon mal alles aussortieren. Man will ja den ganzen Müll auch einmal loswerden, was man nicht mehr braucht. Töpfe, die definitiv nicht mehr gebraucht waren, weil sie schon so alt sind oder was, das fliegt dann aus oder Geschirr fliegt aus und. Ach, hört mal auf. Alles umräumen und machen und die Schränke ausräumen und dann wieder sauber machen durch den ganzen Baustaub und den Baudreck und das, was du gehabt hast. Die Böden alle reinigen, wo überall der Tapetenkleister getropft hat oder sonst was. Ist ja mattmäßige Arbeit dahinter und es geht halt langsam voran. Wie gesagt, die Hoffnung ist vielleicht über die Osterfeiertage, dass ich es schaffe. Ob ich es schaffe, weiß ich nicht. Weil das Wichtigste ist auf alle Fälle mal der große Kasten hier. Mein Aquarium. Wenn das einmal oben in der Wohnung ist, das muss gründlich sauber gemacht werden und dann kommt es rauf. Und wenn das mal droben ist, dann ist schon mal der größte, schlimmste Posten weg. Das Bett, das ist dann ein Akt. Das geht dann mal in vielleicht 2-3 Stunden. Die Elektrikartikel sind dann noch. Fernsehen, Computer und was rauf muss. Das ist natürlich noch ein Mordsaufwand. Aber auch das lässt sich irgendwie lösen. Aber wie gesagt, das Aquarium ist das Allerschlimmste von allem. Komplett leer machen, das Becken selber alleine ohne Inhalt 150 Kilo, die dann hochgehievt werden müssen. Das Schränkle dazu, das hat noch einmal knapp 100 Kilo. Und dann den ganzen Kies hoch. Kies habe ich ca. 80 Kilo drin. Also da kommt schon oben mal irgendwas zusammen. Soll man gar nicht meinen. Aber es ist ordentlich Gewicht. Ja, und dann die Fische müssen natürlich mit rauf. Das wird ein Riesenakt werden. Aber deswegen habe ich es jetzt auch länger nicht ausgeputzt, immer nur Wasser nachgekippt. Das Becken steht jetzt bei mir seit einem halben Jahr ohne Ausputzen. Immer nur mit frisches Wasser nachgießen. Funktioniert wunderbar. Das hat so die richtige Beckengröße, wo das von ganz alleine funktioniert. Filter musst halt einmal sauber machen, aber sonst optimal. Ja, wie gesagt, wenn das dann oben ist, dann ist schon langsam mal Ziel in Sicht und der Rest, das geht dann auch gar. Gut. Das war's dann jetzt für dieses Video. Mehr war nicht los. Im nächsten Video werdet ihr vielleicht dann mal sehen, ich werde ein Futter für die Hühner holen. Der Weizen ist leer, den ich noch gehabt habe. Ich kriege über einen Bekannten dann noch ein Big Pack. Da war ich wahrscheinlich auch mal mit dem Krame und mit dem Smartphone. Muss ich mal gucken. Vielleicht kann ich es filmen, vielleicht auch nicht. Schauen wir mal. Und ja. Was ich jetzt demnächst noch gucken muss. Ein paar Saatkartoffeln brauche ich noch, weil das, was ich bislang habe, das reicht mir noch nicht. Ich will noch ein paar zusätzlich. Und dann schauen wir mal. Gut, in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt eine schöne Woche. Wir sehen uns am Freitag wieder. Bis dahin eine schöne Zeit. Danke fürs Zusehen. Und ich freue mich wieder über eure Kommentare. Servus.